Du bist Eisen. Ja, wunderbar. Zack. Dann haben wir hier eine Fackel. Mal eben was gucken. Hier oben war noch, glaube, Gold. Ja, das war Gold. Ein Stückchen Gold und ein bisschen Lapis Lazuli. Eins, zwei, oh, sogar relativ viel. So, zack. Zack. Und das auch noch. Zum Glück keine Silberfische da gewesen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass da uns was auf den Kopf fällt. Oder dass wir da aus Versehen was abbauen und dann. Nein, das wäre nicht gut. So. Ich höre schon wieder ein Skelett. Der ganze Minenschacht liegt noch vor uns. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber im Moment zieht mich da auch noch gar nichts rein. Wenn ich ehrlich bin, wir haben so viel geilen Kram schon gesammelt. Hier in der normalen Höhle jetzt. Ohne dass wir überhaupt in dem Minenschacht drin waren. Und, oh, hier ist noch was runtergefallen. Das nehmen wir natürlich mit. Was gibt es denn hier noch? Vielleicht ein bisschen Redstone mehr? Wahrscheinlich nicht. Aber manchmal lohnt sich das hier im Bereich von Lava so ein bisschen zu graben. Dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr findet. Gut, hier unter die Lava kann ich jetzt leider nicht schauen, weil ich wüsste nicht wie. So, okay. Dann, was haben wir da oben? Da läuft auch noch was lang. Mal auf, wir gehen mal eben da oben rein. Gucken, was es da Schönes gibt. Ah ja. Ein Stück Minenschacht und ein Emerald. Ja, ich meine, wenn wir gerade schon mal da sind, wer uns so freudig anlacht, können wir den ruhig mitnehmen. Ich glaube, das ist okay. Ach, die Schienen sind verschneit. Ich dachte gerade, was sehen die so komisch aus? So, aber nein, die sind noch verschneit. So, ein Emerald und Level 22. Alter Schwede, das geht echt schnell. So, Minenschacht kommt später, habe ich ja gesagt. Aber. Hier vorne war noch irgendwo Redstone, glaube ich. Da war's, genau hier ist es. Und zwar auch gar nicht so wenig, wie das aussieht. So, pass mal auf, wir machen mal eben den zu. Zack. Und das Wasser hier vorne mache ich auch mal dicht. Weil das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Oh. Ja, so ein paar Fackeln, danke. Eisen ist auch nicht schlecht. Schienen und sowas holen wir später. Habe ich gedacht, wenn wir noch Platz haben im Inventar. Weil sie eben noch nicht lebenswichtig für uns sind. Aber was für uns lebenswichtig ist, ist das Redstone. Beziehungsweise was für uns im Moment auf Priorität ist. Das ist das Redstone. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mit. Da können wir auf jeden Fall nichts mit falsch machen. So. Einmal. Und noch einmal. Oh, zwei sogar. Oh, drei sogar. Vier sogar. Fünf sind es sogar. Sechs, alter Schwede. Sechs Stück. Und Lapis Lazuli. Und ich hoffe, keine Silberfische. Und nochmal Redstone. Alter, was ist denn jetzt los? Irgendwo kommt gleich Lava. Ich merke das schon. Ich sehe das schon kommen. Ich hab's mir schon gedacht. So. Ja, warte. So, jetzt dürfte da nichts mehr kommen.
Ha! So, haben wir auch den Redstone noch rausgekriegt. So, und ich hoffe, ich habe einfach die Hoffnung, dass Silberfische keinen Bock auf Licht haben und deswegen irgendwie nicht aus ihrem Versteck oder warum, woraus auch immer rauskommen. Deswegen hoffe ich einfach mal, wenn ich das hier alles schön ein bisschen ausleuchte, dass da keine kommen. So, dann einmal hier hoch. Zack. Und jetzt können wir noch einmal hier fluten. Zack und zack. Nein, da nicht, sondern da hinten bitte. Komm schon, Redstone, 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 irgendwo bitte. Komm schon, nur ein kleines bisschen. Wie haben wir jetzt eigentlich? Oh, Alter, noch zwei Stacks Redstone. Ja, hammer nice. Ganz ehrlich, hammer nice. Okay. Lieber Minenschacht, jetzt bist du an der Reihe. Und wir kommen zu einem weiteren Lava-Point. So. Hier vielleicht noch Redstone mit bei? Nein, aber ein bisschen Gold. Glaube ich, dass es Gold ist. Nein, Eisen ist es sogar. Ja, Eisen darf immer gerne mitkommen, hatte ich ja gesagt. Redstone vielleicht auch noch. Das Problem bei den Silberfischen ist einfach, wenn man einen Block davon abbaut, es werden ja immer mehr. Die ganzen umliegenden Blöcke sind ja wahrscheinlich auch mit Silberfischen verseucht. Das heißt, das werden punktuell immer mehr. Oh, und Diamanten. Alter. Eins, zwei, drei. Okay, das sind viele. Hier. Fünf Diamanten. Okay, das ist nett. Das ist nice. Das ist fett. Gefällt mir gut. Du bist Gold. Du hast jetzt Gold. Okay. Zack, was haben wir hier? Oh, Redstone. Ja, nice. Und Eisen oder Gold. Also in diesem Texturenpack leider etwas schlecht zu erkennen, ob das jetzt Eisen oder Gold ist. Ich tippe auf Gold. Nein, das ist Eisen. Wunderbar. Und da unten ist noch einer. Da komme ich, glaube ich, auch so dran. Jawohl. Wunderbar. Und das Allerwichtigste hier, das Redstone oder das Allerteuerste. So. Geil, ey. Alter, fast drei Stacks Redstone dabei noch. Aha, wir werden sowas von gut weiterbauen können. Überall. Lager und am Leuchtturm und überall können wir richtig gut weiterbauen jetzt. So, da war noch Eisen. Ja, du bist Eisen, du kommst mit. So, und dann müssen wir generell den ganzen Minenschacht noch erkunden. Oh Gott, oh Gott. Und unsere Spitzhacke verabschiedet sich langsam. Und wieder. Und ich habe die Workbench nicht dabei. Ich habe die Workbench nicht mitgenommen. Naja, ganz so tragisch. Zack, einmal so, eine Fackel da. Ja auch. Oh, Alter, die Höhle ist riesig. Die Höhle ist wirklich riesig. So, mal eben noch eine Kartoffel reinhauen. Zwei Stück am besten. So. Was hat der jetzt dabei? Eine Kartoffel. Warum auch nicht? Sind wir hier schon gewesen? Ich glaube. Nein. Sonst hätten wir das Redstone da vorne mitgenommen. Das heißt, das werden wir jetzt mal gleich eben nachholen. Okay, der hat nur ein paar Zombie-Hände dabei gehabt. So, einmal hier durch. Zack. Und hier sind wir. Okay. So, die Erde nehme ich wieder mit für die Safe Base am Ende. Da kann auch noch eine Fackel hin. Was haben wir hier? Das ist Eisen. So, Kohle will ich nicht. Da haben wir auch noch 22 dabei. Also von daher. Alles cool.
Das Wasser kommt auch mal abgestopft hier eben. Oh, und da sehe ich schon wieder Redstone. Hammer nice. Zack, oh. Da gehen wir später hin. Hier ist also. Und da oben kommt gleich ein Zombie runter. So, der soll mir erstmal egal sein. Ich sichere jetzt erstmal das Eisen und das Redstone hier. Ja, ist auch Eisen. Wunderbar. Das höre ich immer gerne oder sehe ich auch gerne, wenn da viel Eisen ist. So. Und das hier sehe ich auch immer gerne. Redstone ist immer gut. Fuck. Wir machen mal eben schnell eine neue Crafting Bench. Fuck. Ist eigentlich Verschwendung, ich weiß, aber was soll ich machen? Oh. Aber wir haben ja hier Gott sei Dank den Minenschacht, das heißt. Ah, fuck, wir haben nicht genug Eisen. Das ist doch jetzt ein Witz. Bleib genau hier stehen, liebe Werkbank. Wir gehen mal eben zurück und. Oh, da war auch noch Eisen, habe ich gerade gesehen. Gehen mal eben nochmal zurück. Gott sei Dank ist das nicht ganz so weit weg, die Safe Base. Hier runter, genau. Mach mal eben noch was. Pass auf, der Ofen ist aus. Okay, hat nicht mal gereicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Also, eine Kohle sollte, glaube ich, für 3 Gold reichen. Oh, wir machen sogar 4. Dann hätten wir noch für eine weitere Spitzhacke im Notfall was übrig. So, zack. Ah, Redstone, das sehe ich gerne. Guck mal, 4 Stacks haben wir schon voll. Zack. Lapis sieht auch gut aus. Nein, du darfst hier nicht rein. Du auch nicht. Du sollst hier auch gar nicht reinkommen. So. 3 und einer läuft gerade noch durch. Das war ein bisschen dumm. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte jetzt so machen. Zack. Und die restlichen 2 Kartoffeln noch garen. Moment, was? Ich schaue mal eben auf die Uhr. Ah, wunderbar. 50 Minuten. Das heißt, ein kleines Momentchen haben wir noch Zeit. Alter, das sehe ich so gerne, diese Kiste, ne? Die sieht wirklich gut aus, die Kiste von innen. So, und ein Kartoffelchen noch. Wunderbar. So, haben wir einmal alles gekocht und jetzt machen wir uns mal eben schnell eine neue Hacke. So, und gehen jetzt einmal zurück zur Werkbank. Und holen da jetzt das Redstone und das Eisen und all sowas. So, das war hier runter. Dann hier hoch und hier rechts. Wunderbar. Gut, das war noch relativ leicht zu finden jetzt. Zack, zack, wunderbar. So, die Werkbank kommt wieder mit. Die Axt hält aber auch nur noch 6 Schläge aus. Das ist auch nicht mehr ganz so viel. Aber es muss reichen. Ganz einfach. Es muss einfach reichen. Da ist Lapis. Glaube ich. Lapis übersehen. Weiß ich auch nicht. Nehmen wir mit. Ob wir es brauchen oder nicht, weiß ich noch nicht. Werden wir auf jeden Fall noch rausfinden müssen. Ah, okay. Da sind wir schon gewesen. Einstmals. Ah, und hier stand, genau, hier stand das Minecart. Gut, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir sind. Da eben hier ist hier lang. Boah, doch keine gute Idee. Bam. So, okay. Wir bauen dann jetzt erstmal hier so ein paar Rohstoffe ab. Außerdem, wir können später ja auch nochmal wiederkommen. Das ist ja nicht. Wissen wir auch wahrscheinlich sogar, weil wir gar nicht alles mitkriegen werden. Was hier noch alles auf uns wartet. So. Das heißt, im Moment habe ich ja die Taschen leer. Das heißt, die Schienen packe ich auch mal mit ein. Und das Name Tag, also das Namensschild. Die Melonsamen, die können wir uns sparen, die brauchen wir nicht. Weil wir müssten zu Hause, glaube ich, schon Melonen haben. So. Aua.
Ah, naja, egal. So, wir essen mal eben noch was. Ja, so gefällt mir das, wenn man sich regeneriert. So, das heißt, hier sind wir zwar schon gewesen, haben aber noch nichts abgebaut. Das heißt, das holen wir jetzt mal eben nach. Hier sind auch keine Silberfische, Gott sei Dank. Ich glaube, oder ich hoffe einfach, dass die oben bei uns an der Oberfläche. Und ich bin so blöd, ich spring schon wieder rein. Dass die oben an der Oberfläche, wo wir normalerweise am Bauen sind, dass die da nicht kommen. Dass sie da keine Spawnberechtigung bekommen haben. Hoffe ich einfach mal.